Werden wir und unsere Kinder in Freiheit aufwachsen, leben können, existieren dürfen? Es ist schon sehr schwierig heutzutage das größere Bild zu verstehen, die größeren Zusammenhänge, die Punkte miteinander zu verbinden. Bei all dem Stress, den die Leute haben, Verantwortung, Job und so weiter, Existenzabsicherung und so weiter, Überleben, Schulden, die Inflation, die jetzt immer mehr rasant steigt durch das Drucken von Billionen, nicht Millionen, nicht Milliarden, aber Billionen. Ja, ob das die im privaten Eigentum die Federal Reserve ist oder die Europäische Zentralbank oder alle möglichen unantastbaren, sprichwörtlich unantastbaren Zentralbanken Billionen jetzt drucken und wir dann noch die Menschheit, die Menschenbevölkerung systematisch manipuliert werden. Vorgefilterte Informationen bekommen durch diese kontrollierten Medien, ob das jetzt die Presse ist, der Standard, die Tageszeitungen, der Fernsehen, Radio, es sind diese Konglomerate, ja, die sind kontrolliert. Ja. Und das Traurigste ist aber, dass wenn man dann auch noch von der offiziellen Narrative abweicht, ja, ob das ist ein investigativer Journalist ist oder Wissenschaftler, hochkarätiger Wissenschaftler, Experten, Expertinnen, ja sogar Nobelpreisträger werden zensuriert heutzutage. Das muss man sich vorstellen. Ob das jetzt der Erfinder der mRNA ist oder sogar frühere sozusagen Insider-Whistleblowers, ehemalige Vizepräsidenten der Forschungsabteilung von Pfizer, die sogar teilweise selber oder normalerweise die größten Impfbefürworter sind. Ja? Und jetzt herauskommen und sagen, ein absoluter Wahnsinn, ein absoluter Geistesgestörtheit, wenn man jetzt noch wenn das überhaupt ein Impfstoff wäre, ein klassischer, aber es nicht ist, ja, es ist ein genetisch manipulierter Stoff, der Spike-Proteine produziert und zu allen möglichen Organen, zum Gehirn dann gelangt und wir wissen nicht einmal die langfristigen Folgen. Also ich könnte jetzt von Hunderten ins Tausende kommen, aber wenn man dann noch als Verschwörungstheoretiker abgestempelt wird, weil man von der offiziellen Narrative abweicht, ja, ganz gut zu schweigen jetzt, dass der Begriff Conspiracy Theorist oder Conspiracy Theory, Verschwörungstheorie, schon spätestens seit den 60er Jahren von FBI, CIA und so weiter geprägt und definiert wurde, um eben genau diese Leute zu stigmatisieren, vorzuverurteilen, wenn auch nur ein geringfügig nur von der offiziellen Narrative abgewichen wird. Ob das jetzt das Attentat von JFK war oder 9/11 oder sonst irgendwas. Ja, der Kaninchenbau ist sehr, sehr tief. Und natürlich haben die Leute keine Zeit. Die Leute müssen arbeiten, müssen sich um ihre Kinder kümmern. Und also man könnte meinen, wir haben ja alle die gleichen Bedürfnisse, die gleichen Sehnsüchte, Träume, nämlich in Freiheit, in Überfluss, in technologischen, wissenschaftlichen, spirituellen quasi Überfluss und in Evolution zu leben. Ja? Mit einem gesunden Geld, ja, das nicht manipuliert werden kann, wie etwa, was heißt wie etwa, das ist nur Bitcoin, ja. Nicht Gold, ja, Gold hat einfach eingebüßt, ja, das war einfach nicht mehr haltbar, ja, weil man es eben, erstens mal hat das nicht eine absolute Knappheit wie Bitcoin und es ist nicht, ja, es ist konfiszierbar, es ist nicht portabel, und Bitcoin hat eben alle möglichen monetären Eigenschaften. Warum gibt es so viele Bitcoin mittlerweile? Ja? Warum wachen immer mehr Menschen auf, ja, kaufen sich Bitcoin und verwahren es selber in Selbstverwahrung in Eigen. Also ich könnte jetzt über die europäischen Zentralbanken, über den Wissenschaftsbetrug, wenn ich habe selber, wie gesagt, schon immer wieder gesagt, dass ich über 15 Jahre lang die einst internen Dokumente Zigarettenkonzerne studiert hatte. Ja? Mit Insider-Whistleblowers gesprochen, Amerika, hier in Deutschland. Und ich weiß, wie dieses Muster abläuft. Ja? Ob das jetzt der Einsatz ja, suchsteigenden Technologien war oder Wissenschaftsbetrug, Korruption bis auf die höchsten Ebenen. Ja? Also wir müssen unsere Augen und Ohren einfach aufmachen. Wir müssen unseren Verstand aufmachen. Wir müssen uns öffnen und wirklich kritisch alles hinterfragen. Denn sogar das Wesen, die Essenz von Wissenschaft ist es eben, Dinge zu hinterfragen einfach. Vor allem, wenn man Daten, Fakten hat, wenn man Hintergründe hat, Hintergrundinformationen, wenn man einfach Informationen hat, die hieb- und stichfest sind. Und der einfachste Weg ist es, über das Wesen
des Geldes, ja, über die Essenz des Geldes. Man muss sozusagen zunächst mal das Fundament schaffen, ja, um eben all diese kriminellen Strukturen, die selbst ernannt sind, ob das das World Economic Forum ist, ja, die mit Klaus Schwab und so weiter, ja, oder die Zentralbanken, ja, wo eine Lagarde drinnen jetzt sitzt als Präsidentin, die eigentlich strafrechtlich verurteilt wurde, ja, weil sie irgendwelche Gelder über 400 Millionen dabei, die jemand, irgendwelche Freunde von Sarkozy und so weiter, ja, und Co. Aber nein, da sitzt eine Kriminelle drin, eine strafrechtlich eine Verurteilte, ja, wegen Betrug. Aber diese Dinge werden einfach nicht gesehen, werden, oder man, ich weiß nicht, vielleicht gibt es viele Menschen, die das nicht wahrhaben wollen, die Wahrheit, die Fakten, ja, weil das einfach das Weltanschauungsbild einfach zertrümmern würde. Ja. Das wäre ein Schock, glaube ich, für viele Menschen. Wie weit nämlich, ja, der Diebstahl, die Korruption, die Manipulation, die Lügen, der Genozid, ja, die eugenischen Programme. Glauben Sie etwa, dass die eugenischen Programme in Hitlers Nazi-Deutschland entstanden sind? Nein. Man kann sogar das in den Dokumenten jetzt noch nachlesen, woher das alles kommt. Und sehr viele Menschen, sehr viele Entscheidungsträger, die jetzt noch drinnen sind, entweder Kinder von deren, zum Beispiel von Bill Gates, ist eigentlich dessen Vater, war von Planned Parenthood. Und Planned Parenthood war wiederum eine eugenische Institution, ja. Man hat Experimente durchgeführt, man wollte eben Unfruchtbarkeit bewirken. Ja? Und das hat man auch gemacht. Ja? Also die Informationen sind da. Man muss sich nur irgendwie die Informationen von den Menschen holen, die sich wirklich nicht nur seit Jahren oder sogar seit Jahrzehnten damit befassen. Ja? Investigativ recherchieren. Ja? Vielleicht sollte man sich mehr Experten, Expertinnen, Wissenschaftler und investigative Journalisten anhören, die wirklich etwas zu sagen haben. Und darum geht es in dieser Show, der Kevan Davani Connection. Ja, es geht darum, offen zu sein, kritisch zu sein, skeptisch zu sein. Ja, bilden Sie sich Ihre eigene Meinung, natürlich. Ja, aber nehmen Sie sich die Zeit, hinterfragen Sie mal alles, bevor Sie vielleicht sogar als Elternteil darum betteln, ja, dass Ihre Kinder geimpft werden sollen. Denn die Langzeitfolgen oder die mittelfristigen Folgen, die wissen wir noch, dass wir werden es in den nächsten Monaten vermutlich, höchstwahrscheinlich herausfinden, was es wirklich auf sich hat mit diesen Impfungen. Und ich möchte Ihnen nur etwas hier zeigen. Ein Diagramm, das ist eben von Israel, und man sieht, dass durch alle demografischen Schichten, ja, über 80%, ja, so wie es in diesem, über 80% Bevölkerung schon geimpft waren, ja, mit diesem mRNA-Impfstoff, ja, die aber positiv sind, die sozusagen infiziert sind. Ja, weil ist es das wirklich wert? Ja, selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass dieser Impfstoff ein Placebo-Wirkstoff wäre, was es hier nicht ist, ja, geht es eigentlich darum, ja, es geht um diese Agenda. Ja. Es ist, man will den Menschen sozusagen etwas aufzwingen, ja, dass die Menschen sozusagen sich in den Arm reinschießen mit einer Nadel, das sie eigentlich nicht wollen. Und sobald man das mal geschafft hat, dann kann man alles Mögliche mit den Menschen machen. Also eines muss man diese Elite lassen oder diesen ganzen kriminellen Kartellsystem, diese Matrix. Ja. Zwischen Politikern, Pharmaindustrie, World Economic Forum, Bill Gates, Fauci und so weiter. Ja. Und ich würde wirklich raten, die Testimonials, die Expertenaussagen im Corona-Ausschuss mit Dr. Rainer Füllmich, dem Anwalt, und vielen anderen Anwälten und Experten, Medizinern, Sachverständigen, Wissenschaftlern, sich mal wirklich anzuhören. Wie zum Beispiel auch von Dr. David Martin, ja, der das wirklich alles aufgeschlüsselt, mit Dokumenten darlegt, ja, wie die Korruption, ja, stattgefunden hat bis jetzt. Zwischen CDC, Center of Disease Control, Fauci, National Institute of Health, ja, die Patente, ja, wie die sozusagen, das ist, wie die sozusagen dann manipuliert wurden oder einfach, man kann aus den Dokumenten dann noch herauslesen, dass es eigentlich kein neuartiges Virus ist, dieses SARS-CoV-2. Ja. Also ich frage mich wirklich, wann wir hier kollektiv hier aufwachen. Natürlich, wenn sie sich die Informationen immer nur vom Mainstream holen, ja,
oder die meisten Menschen zumindest, dann wären wir natürlich nicht kluger, nicht erleuchteter. Diese Informationen sind vorselektiert, vorinformiert. Ja? Und natürlich, absolut klar, wenn irgendein Journalist, Redakteur, Redakteurin oder Chefredaktion ja, da jetzt versuchen möchte, irgendwas Investigatives, wirklich Wahrheit, Fakten ans Tageslicht zu bringen. Also das fängt mal an mit einer Verwarnung oder man wird mal gefeuert oder, ja, ich verstehe schon, ja, das System hat sich das schon so zusammen. Das heißt, man bringt die Leute mal in Abhängigkeit, in finanzielle Abhängigkeit, existenzielle Abhängigkeit. Und wenn das alles, wenn alle Stricke reißen, dann gibt es sozusagen Drohungen. Ja? Aber davon hören wir natürlich nicht. Und deshalb ist es so wichtig, ja, dass wir nur zumindest mal das größere Bild verstehen. Die Machtstrukturen, die europäischen Zentralbanken, die Regierungen, die Nationenstaaten, die Corporations, ja, wie die miteinander sozusagen, ja, die gesamten Schlüsselpositionen auch verstehen, die Zusammenhänge einfach besser durchleuchten. Und es beginnt beim Geld, ja. Wir müssen das Fundament einfach dezentralisiert aufbauen. Und das geht nur mit Bitcoin, ja. Und somit werden dann auch und es gibt nur 21 Millionen Bitcoin, es ist immutabel, es ist unveränderbar, unkonfiszierbar, es ist portabel über Zeit, Raum. Und Deflation ist etwas Gutes. All diese Jahrzehnte und all die lange Zeit, wo wir Gehirn gewaschen wurden, dass Deflation etwas Schlechtes sei. Nein, im Gegenteil. Deflation ist etwas, ist das Beste, was uns passieren kann. Deflation bedeutet, wir Menschen, wir Konsumenten, wir Bürger, ja, wir Bürger dieses Planeten werden dann immer weniger zahlen für bessere, innovativere Produkte und Dienstleistungen. Wir werden dann technologische Evolution haben, was wir uns noch gar nicht vorstellen können. Im Energiesektor, im Transportwesen, in Umwelttechnologien. Ja. Das heißt, wir werden im Überfluss leben. Lesen Sie sich das Buch von Jeff Bezos zu, mittlerweile auf Deutsch auch übersetzt. Der Preis der Zukunft, The Price of Tomorrow, Why Deflation is the Key to an Abundant Future, warum Deflation der Schlüssel zum Überfluss ist. Ich könnte es über Stunden hier sprechen, aber ich möchte nur eines mitgeben: Es geht um unsere Freiheit, es geht um unsere Würde, es geht um unser Glück, es geht um unsere Kinder. Und wenn wir da nicht aufwachen, wenn wir jetzt nicht aufwachen, ja, dann wird es zu spät sein. Und dann natürlich können wir zurückblicken und sagen, naja, wir haben es euch gesagt, aber was nutzt es uns irgend, was nutzt es irgendwem dann? Ja? Es nutzt weder mir noch Ihnen noch ihr noch irgendeinem Menschen. Ja? Wir sind 8 Milliarden Menschen. Ja? Gegen eine ganz eine kleine Elite. Ja? Das könnten, ja, vielleicht sind es ein paar hundert, sind es ein paar tausend Menschen an der Spitze, von denen wir teilweise sogar überhaupt nichts gehört haben. Ja? Vergessen Sie mal die Rothschilds. Ja? Man hört immer von den reichsten Menschen, ja, das sind auch nicht die reichsten Menschen, Jeff Bezos und Co. Ja. Das sind Marionetten, auch das sind irgendwo, ja, das sind Front quasi Marionetten, ja, die, ja, natürlich, ja, die machen einfach, das ist ja Anreizsystem, ja, aber das sind nicht die wahren Täter, ja. Wir sprechen hier über das Agenda der Kontrolle der Bevölkerungsreduktion. Nein, das ist keine Verschwörungstheorie, es ist ein nennen Sie es Kollusion, ja. Wenn Ihnen das der Begriff Verschwörung so ja, einfach unsympathisch ist, dann nennen Sie es Kollusion. Ich meine, warum nicht? Ja? Wenn ich in einer Machtposition bin, dann kann ich kollidieren. Ja? Dann kann ich mich absprechen. Dann kann ich ja verschiedenste Unterorganisationen und Geheimorganisationen und geheime Absprachen treffen. Ob das jetzt Trilateral Commission ist, Council on Foreign Relations, Club of Rome, ja. Lesen Sie sich diese Bücher durch von Griffin über die Entstehung der Federal Reserve. Das wird Ihnen wirklich die Augen öffnen. Oder von Carol Quigley, der nicht mehr unter uns ist. Ja? Der hatte Zugang zu solchen Archivendokumenten. Das war nicht geplant. Sein Buch wurde sehr wohl systematisch auch zeitlang versucht. Man wollte wirklich sein Buch unterdrücken. Man hatte nicht gewusst, dass er sein Buch veröffentlicht. Ja? Auf der Basis dieser Fakten, dieser Archive, dieser Dokumente. Ja? Ein renommierter Geschichtsprofessor. Ja? Nämlich Tragedy and Hope. Ja. Ich weiß nicht, ob es schon auf Deutsch ist, aber nehmen Sie sich die Zeit. Es gibt mehr als genügend Informationen, Artikel, Bücher, Podcasts, Video, Dokumentarfilme. Es gibt Experten, ja, die unglaubliches Wissen haben, ob das investigative Journalisten sind, Wissenschaftler, Experten, teilweise ein paar Ärzte, ja, die noch irgendwie dem Hippokratischen Eid wirklich sich verpflichtet haben. Also wirklich ethisch sind, ethische Prinzipien, die sich für Transparenz, Wahrheitsfindung, ja,
für unser Wohl sich einsetzen. Haben Sie keine Angst? Hab keine Angst. Ja? Habe keine Angst vor der Wahrheit. Am Ende des Tages, ja, werden wir uns alle unser eigenes Bild dann machen können. Aber eines, das auf Fakten beruht, auf Informationen, auf unverfälschten Informationen, auf nicht vorgefilterten Informationen und Fakten und Daten und Hintergrundinformationen. Das kommt jetzt alles mehr ins Tageslicht. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall Gesundheit, Glück und wirklich gutes Gelingen auf dem Weg zu einem freien Leben. Ja? Wir wollen alle in Freiheit und Überfluss leben und es geht nur, indem wir alles hinterfragen, was uns da vorgekaut wird, ja, über die Mainstream-Medien. Ob das der Armin Wolf ist im ORF oder diese ganzen Leute, ja, die sind ja auch unter Druck. Ja. Die können ja auch nicht anders, aber es gibt ja auch die meisten wahrscheinlich, die glauben auch an den Scheiß, den sie da vorgekaut bekommen, ja, vom Teleprompter oder den sie da, weiß nicht, von sich geben. Diese sogenannten Intellektuellen, ja. Es ist traurig, aber wahr. Wir werden belogen, betrogen, irregeführt, getäuscht, manipuliert, geschädigt. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen wirklich wunderschönen Tag. Falls du meinen Kanal abonnieren möchtest, bitte jetzt liken, abonnieren, meinen Podcast folgen. Du kannst mich auch auf Twitter folgen, Kevan Davani. Meine E-Mail-Adresse ist kd@kevandavani.com. Kannst mich auch auf LinkedIn, Facebook, Telegram finden. Und ich würde mich über jegliche Unterstützung, jegliches Kommentar, Feedback, Anregungen für zukünftige Gespräche, Panel-Discussions, also Diskussionen, Gespräche, Interviews freuen. Und in diesem Sinn bedanke ich mich und bis bald.